Artyom, bist du wach? Alles gut. Der Arzt sagt, du erholst dich wieder. Soll ich vor lauter Sorge umkommen? Was, wenn du nächstes Mal nicht von der Oberfläche zurückkehrst? Da draußen ist niemand, Artyom. Niemand, den wir finden können. Niemand, mit dem wir reden können. Gäbe es da Menschen, dann wären sie doch längst hier, meinst du nicht? Wieder und wieder haben wir darüber gesprochen. Du musst akzeptieren, dass es nur noch uns gibt. Herr Oberst! Hallo, Alex. Da bist du ja, du Sturrobock. Wie oft müssen wir dieses Gespräch noch führen? Wenn du dich wegen deiner albernen Träume selbst umbringst, soll mir das egal sein. Aber siehst du nicht, was du meiner Tochter antust? Deiner Frau? Papa, bitte! Nach dem Kampf um D6 hat der Orden kaum noch Männer. Und du gehst einfach. Die Leute brauchen dich und du verfolgst egoistisch deine fixe Idee. Aber jetzt hat dieser Scheiß ein Ende. Es gibt nur die Metro und sonst nichts. Und der Orden hat sie zu verteidigen. Wenn nicht wir, wer dann? Du scheinst fit zu sein. Also mach dich bereit. Dann besprechen wir deinen Transfer zur Polis. Komm, wir müssen reden. Ich hole den Arzt. Artyom, bitte versprich mir, dass dies das letzte Mal war, ja? Wir sehen uns später. Artyom, wir haben dich gerade noch retten können, aber die Leute geben dir ihr Blut, mit dem so viele Verwundete gerettet werden könnten. Und du bringst es verstrahlt wieder zurück. Meinst du nicht, das ist unfair? Lass es mich mal so sagen. Beim nächsten Mal kann ich für nichts garantieren. Die Spartaner haben Artyom gerade noch rechtzeitig hier. Gut. Wir haben es irgendwie überlebt. Nee, so gemein sind wir nicht. Eine Notiz. Patientenakte. Artyom Chiorny. Geboren 31.03.2009. Blutgruppe ABIV. Rhesusfaktor positiv. Eingewiesen am... Komm schon, es ist das dritte Mal. Diagnose... Rezidive Strahlenkrankheit, leichte Form, ungefähre Dosis 1 bis 1,5 Gray, Prognose günstig. Behandlung, Bluttransfusion 0,5 K, 3 pro Woche, Kali-Iodidum oral, Bettruhe mindestens ein Jahr lang nicht an die Oberfläche. Ja, das werden wir ganz bestimmt einhalten. Irgendwer hat meine Taschenlampe geklaut, okay. Aufgabe oder nicht, wenn die so weitermachen. Und wie gesagt, solche Gespräche wie jetzt mit unserem Vorgesetzten und mit Anna, das wird nicht? Dann... Bis jetzt hat uns genau das am Sorry. Leben gehalten. Artyom, pass etwas besser auf dich auf, ja? Selbst wenn du da draußen Menschen findest, haben sie vielleicht ihre eigenen Probleme. Was würde es also bringen, sie zu kontaktieren? Abgesehen davon haben wir kurz nach dem Einschlag der Bombe doch ziemlich regelmäßig Signale empfangen. Inzwischen aber schon lange nicht mehr. Meinst du nicht, das ist ein Hinweis? Hm? Naja, es ist dein Leben. Artyom, ich kann ja verstehen, wie du dich fühlst, aber du kannst die Metro nicht immer im Alleingang retten. Warum suchst du alleine nach einer Lösung? Deine Freunde vom Orden kamen dir wieder zur Hilfe. Der Oberst scheint dich wieder in der Einheit haben zu wollen. Warum vergeudest du deine Zeit in unserer Zuchtstation oder da draußen mit der Suche nach Gespenstern? Wenn Sparta mich haben wollte, wäre ich sofort dabei. Naja, ich wünsche dir auf jeden Fall viel Glück, Artyom. Oder auch das sind eben genau die Gespräche, die ich mitnehmen will.
Allgemeine Gespräche. Hier jetzt vielleicht noch nicht, aber dann später auf jeden Fall. Onkel Artyom, keine Sorge, ich glaube dir. Nimmst du mich denn mit, wenn du draußen einen sauberen Ort findest? Artyom, hör auf, ihm Flausen in den Kopf zu setzen. Ich will nicht, dass er so verrückt wird wie du. Seit du ihm diese dummen Geschichten erzählt hast, kann er kaum noch schlafen. Was hat er denn davon? Bitte, lass meinen Sohn in Ruhe. Okay. Die Leute haben hier eindeutig gemischte Gefühle uns gegenüber. Aber wer weiß, vielleicht haben sie in D6 irgendeine Mund. Ich habe den Orden verlassen und somit entscheidet niemand für mich, was Artyom betrifft. Es reicht, Artyom dies, Artyom das. Wie eine Schlappe mit Sprung hätten die Jungs es nicht rechtzeitig geschafft. Wärst du jetzt eine Witwe? Hör auf! Nein, du hörst auf. In der Polis wartet eine gemütliche Wohnung. Weit entfernt von dieser Bruchbude, in der ihr vorgeht. Was meinst du damit? Wir geben es vor. Genau das. Und es wird Zeit, dass du aufhörst, nur an dich zu denken. Du weißt, wie wenig Veteranen wir haben. Mit deiner Erfahrung solltest du besser die Rekruten ausbilden, denn so könntest du viele Leben retten. Ich bin es so leid, dir das ständig erklären zu müssen. Papa, ohne Artyom werde ich nicht zurückkommen. Männer, das ist Wahnsinn! Ja, das weiß ich. So viel Zeit an der Oberfläche zu verbringen, ist Selbstmord. Ja, und ich will meinen Mann nicht an die Strahlung verlieren. Ich hasse ihn dafür, dass er sich tagtäglich da draußen ein Stück weit umbringt. Aber was, wenn du auch nur für eine Sekunde in Betracht ziehst, dass Artyom recht hat? Was, wenn er dieses Signal gehört hat? Könntest du dir jemals vergeben, wenn wir die Chance sausen lassen? Die Chance auf ein echtes Leben und darauf, unsere Kinder im Freien großziehen zu können? Mit der Sonne im Gesicht? Echte Sonne, Papa. Ich weiß, dass ich es nicht könnte. Also gut. Lass uns noch einmal mit Artyom darüber sprechen. Ich muss allerdings sagen, dass selbst wenn er ein Signal gehört hat, das nicht unbedingt etwas Gutes bedeuten muss. Wir reden später darüber, aber nicht so öffentlich. Abgemacht. Ja, finde ich ja grundsätzlich cool. Sie reden später darüber, aber nicht so öffentlich, nachdem sie jetzt alles öffentlich ausgebreitet haben. Und das war jetzt ganz schön leise, aber ich hoffe, im Schnitt soll es dann besser werden. Ich bearbeite ja die Tonspuren separat nochmal. Hallo! Oh, ich traue meinen Augen nicht. Artyom, es geht dir gut. Du hast uns ganz schön Angst eingejagt, Artyom, wie geht es dir, mein Freund? Offenbar gut. Entschuldigung, meine Herren. Artyom, noch ein paar Narben mehr und du wirst für Frauen unwiderstehlich. Und da wir gerade davon sprechen, Aljoscha, wie waren die ganz der so? Also, Leute, könnt ihr aufhören, ihn zu belagern? Kauda? Privet, Artyom. Wegtreten! Ich gebe euch 2 Stunden, Leute. Ja! Oh, also ganz ja, offiziell. Ich wusste es. Ja. Also habe ich etwas mitgebracht. Bitte lasst uns das letzte Mal nicht wiederholen. Halte durch, Artyom. Eine Woche später. Und? Wieder nichts? Artyom, das Einzige, was ich höre, ist das Ticken des Geigerzählers. Ach ja, und dann sind da noch diese verdammten Dinger, die ständig vor sich hin krächzen. Lass uns nach Hause gehen, mein Schatz, bitte. Meinst du nicht, ich würde es auch vorziehen, an einem Strand oder in einem grünen Wald zu leben? Aber was bringen solche Fantasien in einer so stillen Welt? Sie ist still, Artyom, weil sie tot ist.
Miss Positivity. Wir müssen die Filter wechseln. Dann tun wir das doch gerade mal. Ja, so ein bisschen Strahlung hat noch nie... Okay, vergiss es. Ganz doofe Idee. ja. Weiß? Hier ist es sehr windgeschützt. Vater wird mich umbringen, wenn er herausfindet, dass ich mit dir hochgegangen bin. Sogar doppelt, wenn er erfährt, dass wir in einer Verbotszone der Hanse waren. Ach. Bist du schon in all diesen Ruinen gewesen? Siehst du diese Zerstörung? Und Moskau hatte die beste Luftverteidigung im ganzen Land. Wenn Moskau jetzt so aussieht, wie mag dann der Rest der Welt aussehen? Berechtigte Frage. Vielleicht. Hoppla. Ich muss da einen Dämonen davon jagen. Es wurde schon zu gemütlich hier. Vielleicht sieht der Rest der Welt auch eigentlich ganz normal aus. Nee. Schnelle Lademöglichkeit fürs Spiel. Hör mal, vielleicht solltest du zum Orden zurückkehren. Wir könnten zur Polizei ziehen. Nee. Papa hat gesagt, er würde eine Wohnung für uns organisieren. Denn wenn nicht wir, wer dann? Eine Wohnung. Mit Küche und Dusche. Hier sollten wir nacheinander gehen. Das ist zu instabil. Jetzt bist du dran. Hallo, bin wieder da. Ich denke, wir sind aus dem Gröbsten raus. Hast du das gehört? Da kommt doch was. Eindeutig Arena. Ja, ich habe noch eine Minute. Mach keinen Stress, Uhr. Schon wieder. Ich höre nichts. Na, komm raus, Mistvieh. Na, das sollte gereicht haben. Nö. Ah, Kamerad Alpha im Dienst. Nö, könnte leicht sein. Au. Oh, nett. Ja, ich sollte vielleicht wirklich mal einen Filter tauschen. Nachdem ich noch 9 Sekunden oder so hatte. Nee, ist nur Bodennebel. Okidoke. Haben wir hier noch was von Interesse? 999. Doch. Ein Luxack. Okay. Ich komme. Sorry. Wenn es gerade so schön ruhig ist. Hello, bin da. Warte, Schatz, ich gehe noch schnell Geld abheben. Ja, Mist, wieder aus dem Betrieb. Immer wenn man Kleingeld braucht. Eine Schande, da war doch was. Genau, ein Brief. Oh Gott, schon 2 verpasst. Schulrastnotiz. Pflanzenöl, 1 Liter. Klaver vom Hauptbüro, meine Nummer. Zucker, 2 Kilo. Rosa Alexandrovna, 253,18, Besteck. Buchweizen, 4 Kilo. Margarita Semenovna, 253,23. Meine Ohrringe und Kolias Münzsammlung. Ich denke, das waren Tauschgeschäfte. Was
denn? Nö. Das hat gerade noch gefehlt. Ich höre nichts. Hübsch. Wenn ich das übrigens. Ein Glück, dass die Mutanten sich gegenseitig ebenso sehr hassen wie uns. Wenn ich übrigens von euch aus betrachtet nach links sehe, also von mir aus ist links da, aber von euch aus links sehe, dann gucke ich, nee, keine gute Idee, dann gucke ich nur, ob die Aufnahme gut läuft, denn wie gesagt, ich möchte nicht nochmal eine Standbildorgie haben wie beim ersten Versuch. Wir lassen sie ziehen. Warte ab. Anscheinend waren das alle. Ich bin froh, dass sie uns nicht bemerkt haben. Und es war ein echt großes Rudel. Ja, hau ab. Verboten? Ich meine, wegen all dieser Rudel und so? Könnte sein. Nicht dein Ernst. Okay. Bin ich gerade wirklich ersoffen im Intro? Anscheinend waren das alle. Ich bin froh, dass sie uns nicht bemerkt haben. Und das war ein echt großes Rudel. Okay. Zweiten Versuch auf die Art starte ich keinen. Ich habe die Lektion gelernt. Ich meine, wegen all dieser Rudel und so? Gibt's hier irgendwas? Ja. Oh, ich bin voll. Hick. Macht auch nix. Gut. Ja, Fotomodus ist mir eigentlich Wumpe. Komm, ich... Kamera als Schnürschnur. Bevor ich nochmal ersauf, lasse ich's bleiben. Ansonsten. Hier ist aber auch nicht. Nix Aufregendes. Ja. Das war zu lang, sorry. Entschuldige, Artyom. Diesen hier wollte ich machen. Nein, wir wollen nicht nochmal ertrinken. Lektion gelernt. Plötzlich wieder sehr windstill. Bin schon da. Und hoch mit dir, mein Schatz. Scheiße! Da. Komm schon hoch! Hau ruck! Ich hab dich! Huch. Hier ist es nicht mehr ganz so ruhig. Ja. Nein, hier geht's definitiv nicht rein. Gehen wir? Siehst du das? Das bilde ich mir doch nicht ein, oder? Das Vieh? Oder den Zug da unten? Ein Zug? Ein verdammter Zug an der Oberfläche? Wo? Okay. Scheiße, okay. Was machen wir denn jetzt, Artyom? Sollen wir versuchen, ihn einzuholen? Sieh mal, das sind unsere Leute vom Orden. Anscheinend verfolgen sie auch diesen Zug. Schließen wir uns ihnen an. Hey, na los, kommt rein! Wie seid ihr hierher gekommen? Habt ihr dieses Ding da draußen gesehen? Oh Gott, na los, kommt rein!